Oper Lakmé von Leo Dilip spielt in Indien in der Kolonialzeit, also etwa zur Entstehungszeit dieser Oper gegen 1880. Und da spielt sie auch bei uns. Die Hauptfiguren der Oper Lakmé sind Lakmé, das ist die Tochter des Brahmanen Nilakanta. Und die verliebt sich in dieser Oper in Gerald, einen englischen Offizier, der verlobt ist mit der Tochter des britischen Gouverneurs in Indien, Ellen. Und das Besondere an diesem Stück ist, dass sie gewissermaßen nicht nur die exotische Ebene schildert, sondern einen Kulturen-Clash, könnte man sagen. Also das Aufeinandertreffen und Nicht-Zusammengehören der exotischen Ebene, also der indischen Ebene und der westlichen Ebene, also der englischen Ebene und den Konflikten, die sich daraus ergeben. Die Musik von Leo Dilip ist von einer ganz außerordentlichen Schönheit. Nicht nur, dass sie zwei bekannte Schlager enthält, sondern dass er sich in diesen exotischen Welten, speziell was die Orchestrierung betrifft, ich würde fast sagen, suhlt. Also es ist Oper, wie nur Oper sein kann.